Da wären wir. Die TSG verliert zu Hause gegen den FC Bayern München. Souverän und überragend haben wir da runtergespielt. Nein, es war halt effizient, wie auch bereits im Nachbericht oder im 2D-Modus zum Textmodus hin bereits abschließend erläutert worden ist. So, jetzt habe ich es endlich gefunden. Also Effizienz pur. 2-0 gewinnen wir gegen die 1899 Hoffenheim, jetzt gucke ich mal kurz rein. Das könnte aber für die richtig ein Problem werden. Nee, Stuttgart hat wieder. Schade. Ja, das wird richtig spannend hier am letzten Spieltag. Ob 1860 da sogar noch die Champions League erreicht oder den Champions League Qualifikationsplatz oder doch noch Dortmund. Gegen wen spielen die denn am letzten Spieltag? Gegen Bremen. Also Dortmund könnte gewinnen und 1860 spielt gegen Freiburg. Naja, das ist dann doch schon ein bisschen einfacher. Kraichgauer Derby hier, Freiburg, Hoffenheim. Naja, okay. Ja, wir lassen es, das ist ja nicht unsere Sorge. Für uns ist ja viel eher wichtig, wie die andere Mannschaft gespielt hat, unsere zweite. Da gehen wir mal in die dritte Liga. Wo haben wir denn? Oh, wir verlieren. Das heißt, es wird nochmal spannend zum Schluss. Wir verlieren mit 1-0 gegen Halleischer FC, der ziemlich weit oben steht. Gegen Braunschweig konnten wir noch gewinnen. Gegen Halleischer verlieren wir jetzt. Das heißt, alles Entscheidende am letzten Spieltag in der dritten Liga. Auch für unsere Mannschaft, weil hier gibt es ja keinen Relegationsplatz. Ansonsten könnte man sich so ein bisschen zurücklehnen. Auch nicht, denn Rot-Weiß Erfurt hat bloß 3 Punkte Rückstand. Boah, was für ein Kräfteverhältnis. Seht mal hier Braunschweig, ne? Wie stark die denn noch hier sind mit 88 Punkten. Wie viele haben wir denn jetzt hier in der ersten Liga? Wir haben auch schon so viele, ne? Wir haben 89 Punkte erreicht, also das ist auch schon überragend. Guck mal wieder, das ist ja Wahnsinn. Das, weil Hamburg jetzt auch noch verloren hat, ist es nochmal mehr geworden. Das sind 10 Punkte und dann sind es 5, habe ich recht? Also 15 Punkte Vorsprung, vorher waren es 12. Jetzt 15 Punkte Vorsprung auf Hamburg. Boah, ist das heftig. Ist das heftig. Und 24 auf Leverkusen, stimmt das? Ja, und 24 auf Leverkusen. Boah, brutal. Brutal. Was für eine Saison. Was für eine überragende Saison. Alles klar. Hoffenheim konnte hier echt nichts erreichen. Bartstuber schafft es hier in die Mannschaft des Tages, in die Elf des Tages. Klasse. Und er hier, Lars Bender, einer der absoluten wichtigsten Spieler oder einer der stärksten Spieler der Bundesliga, sowie auch der Nationalmannschaft, immer noch beim Bayern 0 für Leverkusen. Wir gucken mal, wo Leverkusen, ja, sind auf Platz 3 jetzt gelandet, spielen aber auch wieder nächstes Jahr in der Champions League. Oder sind doch genügend Plätze? Ja, die sind auch schon wieder 10 Punkte Vorsprung auf den vierten. Also, das hier oben ist ein übles Kräfteverhältnis. Man sieht hier, Hamburg 10 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Wir, was habe ich gesagt, 15 Punkte auf Hamburg. Leverkusen dann wieder 10 Punkte auf den vierten. Also, das ist schon abartig. Das ist schon Wahnsinn, wie die oberen Plätze. Aber das Kräfteverhältnis, das kennen wir doch irgendwoher. Nur, dass jetzt hier anstatt von Hamburg, anstatt von Dortmund an der Stelle eben Hamburg steht. Das ist eigentlich realistisch, wenn man sich die aktuelle Bundesliga dann anschaut. Ne? So ist das, so krass ist es mittlerweile. Überragend. So, okay. 0-3, Lehrstunde für Augsburg. Die haben nämlich verloren. Ansonsten, ja, die steigen ja auch schon definitiv ab. Das ist rum an der Stelle, das kann man, das wissen wir. Anfrage für Freundschaftsspiel akzeptiert, haben wir ja gesagt, aufgrund dessen, weil... den Duisburgern geht es ja nicht so gut, da ist ja noch alles offen, wie es weitergeht. Habe ich mal gesagt, Mensch, komm, wir spielen mal gegen Duisburg. Denn auch mit Charity-Gala und allem drum und dran. Wichtige Vertreter ihres Hauptsponsors fanden es sehr spannend, Toni Kroos persönlich kennenzulernen. Ihr Status ist beim Sponsor gestiegen, das ist auch gut. Autogrammstunde haben wir noch, Endogan Adili. Auf der Transferliste haben wir uns den nicht schon mal angeschaut, den gucke ich nochmal rein. Kann der was? Gar nicht so schlecht, ne? Auf der Transferliste kann man da mitbieten. Eine Ablöse von 9,5 Millionen für ihn. Auf rechts, wen haben wir denn auf rechts? Ja, wir haben Mitchell Weiser auf rechts. Und wir hätten Thomas Müller auf rechts, aber er ist 22, ne? Ist die Frage. Er ist jetzt schon stärker als Mitchell. Soll man einen Endogan Adili von den Grasshopper Zürich feste Ablöse 19? Der hat doch 9,5 Millionen. Transferbudget haben wir noch 9,2. Saisonende. Sollen wir das als festen Transfer nehmen? Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht, ne? Rechts außen mit einer 80. Interesse. Paris Saint-Germain zeigt Interesse.
Vorteiliger Vereins möchte Meisterliga spielen, also Champions League. Liga ist sehr attraktiv, Verein ist ein Titelanwärter, fantastisches Stadion, unerfahrener Manager, extremer Mediendruck. 9,5 Millionen ist schon ein Schnäppchen, ne? Oder? Ja, also wir haben mal angeboten. Wir haben mal angeboten, ich denke mal, das ist ein Kandidat für Rechtsaußen, so von dem Talent, von den Werten, die hier ausgegeben werden. 22 Jahre jung, das ist sehr günstig. Also, da hätten wir sogar jetzt mal Glück gehabt, wenn das klappt. Endogan Adili habe ich gar nicht vorher so auf dem Plan gehabt, aber finde ich, ist eine gute Option. 22 erst, das scheint doch wirklich ein Top-Talent zu sein. Mannschaft der Woche, angenommen, alles klar. Wir können jetzt schon mit ihm Vertrag ausarbeiten. Den haben wir Paris Saint-Germain weggeschnappt. Geil. Spielergespräche, großes Lob können wir mal aussprechen, wenn es geht, hoffe ich mal. Ja, geht so. Wir verlieren mit der zweiten, alles klar. Landmann erreicht neue Erfahrungsstufe, auch Kijik neue Erfahrungsstufe. Und die Auflaufprämie haben wir aber auch schon gesehen, die 650.000. Da können wir nochmal für Gehälter müssten wir nochmal ein bisschen gucken, dass wir, da hätten wir sogar schon mal einen festen Zugang für die neue Saison. Auch wieder offensiv, ist gar nicht so schlecht. Oder für den FC Bayern München, wenn ich denn hier bleiben sollte, ist die große Frage. Da steht ja noch aus, ob das wirklich so ist. Hier haben wir es, ja. Leider keinen Kontakt zuvor, aber kein Problem. Wow, was für ein Gehalt. Vergiss es, Leute. Du wirst in der Regel spielen. Große Zukunft, musst aber Geduld haben. Maximal 3 Jahre. Jetzt gehe ich mal runter. Gucken. Hier, da geht's los. Das Grundgehalt erscheint mir zu niedrig. So, 3,8. Das ist sehr viel Geld, das ist sehr viel Geld. Auslandsangebot 100%. Auflaufprämie 15, Meisterprämie 100. Torprämie dann lieber noch ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich kriege das gar nicht durchgedrückt, weil ich vorher nicht das Gehaltsbudget angeglichen habe. Weil das Gehaltsbudget momentan keinen Spielerkauf vorsieht. Oder kein Angebot vorsieht in der Form. So. Gehaltskürzung bei Abstieg 0%, jährliche Erhöhung 1%, Ligaspielbonus, komm, wir tun es mal ein bisschen runter hier. So, 100.000. Kein internationaler Wettbewerb, 100%, Abstieg, ablösefrei, Auslandsangebot, raus, feste Ablöse, lasse ich auch weg, Verlängerung nach 50 Spielen. Oder? Der Vorstand wird den Vertrag auf keinen Fall genehmigen. War mir schon fast klar. Auf keinen Fall genehmigen. 3 Millionen. Okay. Jetzt kann ich das ein bisschen zurechtdrücken. Wir gucken mal. Die haben sich für 9 Millionen geeinigt. Okay. Verbessertes Angebot. Jetzt gehen wir mal schnell in die Finanzen rein. Holen mal finanzstatistisch-technisch ein bisschen Geld raus, weil Gehälter momentan 570.000. Der Vorstand erlaubt Ihnen eine Budgeterhöhung von 10 Millionen. Okay, danke. Danke. 1 Million, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Infrastruktur. So. Hab nur 8,5 Millionen gebraucht. Kein Problem. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt können wir da noch mal ein bisschen das Angebot verbessern. Hier, da wären wir schon. 3,7, 3,8. Okay, jetzt macht der Vorstand nicht mit. Wir machen es mal hier ein bisschen höher. 3,9. So, Abstieg. Okay. Meisterprämie ist ja nicht so wichtig. Ligaspielbonus haben wir schon runtergedrückt. Jährliche Erhöhung mal raus. Na? Warum machen die nicht mit? Woran könnte es liegen? Also, jetzt müssen wir ein bisschen rumfeilen. Guck, da will er mehr. Wir können ja mal hier hochdrücken. Wir können ja mal hier auf Auflaufprämie 25.000 Euro drücken. Abstieg ablösefrei. Nehmen wir mal raus. Wir nehmen das auch mal bei die beiden Sachen auch mal raus. Wird nicht genehmigen. 3,7. Warum macht denn der Verein macht nicht mit? Ihr seht's ja, ne?
3,5. 3,3. Scheiße. Die machen da einfach nicht mit jetzt. 3,1 Millionen. Schwierig, wenn der bei Schalke mehr kriegt. Krass, ne? Wie man dann abgeschnitten wird von so Vertragsverhandlungen, weil der Vorstand einfach nicht mitmacht. Ja, aber die was wahrscheinlich gerne anderen Spiele da sehen würden, aus der zweiten Mannschaft oder so. Naja, ist ja auch, einiges ist ja auch richtig. Einiges ist ja so auch richtig. Gut, wir führen noch ein bisschen Gespräche. Mit wem können wir denn hier quatschen ordentlich? Großes Lob. Du trainierst sensationell, sag ich mal. Komm, das ist besser. Das Lob ist immer so beiläufig. Ich würde ganz gerne in der Zwangschaft ein bisschen mehr tun. So, Schürrle, Aktion. Ach Gott, der tut mir auch ein bisschen leid. Muss seine Ziele auch runterschrauben. Er verliert nochmal einen Moralpunkt. Vollkommen zerstört, die Moral zerstört. Mannschaftsführung ist klasse in der zweiten. Zwei Moralpunkte nochmal gut gemacht, alles klar. So, weiter geht's. So, dann gehen wir nochmal in die Infrastruktur. Da müssen wir auch nochmal reingucken, dass wir noch ein bisschen was ausbauen. Ich habe noch ein bisschen Geld locker gemacht. Und zwar 2 Millionen, das ist nicht so viel, ich weiß. Fanartikelproduktion und Fanartikelverkauf könnte man immer nach oben treiben. Würde ich auch immer wieder mehr Einnahmen bringen. Würde ich aber ganz gerne mal ein bisschen von absehen. Und zwar lieber hier, guck mal, Fitnessparcours, das ist ganz günstig. Bauen wir den mal aus, den Fitnessparcours. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Jugendstadion. Ah, das ist nur Kapazitäterhöhung. Das bringt's ja nicht direkt. Kundenzentrum. Plakatwand. Ja, Schulungszentrum ist klasse. Das bauen wir auch nochmal aus. Was gibt denn das? Heimvorteil 20% größer. Auswärtsnachteil 20% kleiner. 50% weniger Sprachprobleme. Okay. Klasse. Klasse, klasse. Gute Schulung. Immer was wert. Okay, so. Weiter geht's. Also, wir gucken, ob das mit dem Endogan hinhaut. Hier haben wir's. FC Bayern München, neuer Favorit. Anscheinend haben wir haben eine höhere Ablöse bezahlt, nämlich 9,5. Und vielleicht haben wir doch das bessere Angebot für ihn. Auch wenn er da nicht mitgeht. Bin mal gespannt, wer jetzt da den Zuschlag kriegt. Besseres Angebot haben die abgegeben. Neuer Kandidat. Ich mach auch nochmal mit. Ja, 100.000 mehr. Okay, das hat der Vorstand jetzt mitgemacht. Muss man mal irgendwie ein Zeichen setzen. Ja gut, als, ich sag mal so, als Last-Minute-Transfer mit 9,5 Millionen, dann sind da schon ein paar große Vereine dran. Der muss was können. Und wahrscheinlich war der dann in der Grasshopper Zürich. Ja, dann war der sicherlich dort als Schweizer richtig gut unterwegs. Hat da richtig die Liga aufgeräumt. Also, der kann bestimmt was. So, Hallesche FC hat Markus Lang ein Angebot gemacht. Ja, ihr seht, der hat ein 3-Sterne-Talent. Das verkaufen wir dann auch. Er ist 21. Er würde aber ablösefrei wechseln. Wo ist denn der? In der zweiten? Ja, den verlängern wir ja gar nicht. Alles klar. Jo, und tschüss. Ach nee, ich will doch gar nicht. Ach, jetzt hat er mich gefragt. Stimmt ja, ich habe mich gefragt, ob ich einen Vertrag annehmen möchte. Nein, möchte ich nicht. Deswegen weg mit ihm. Er kommt zu uns. Guck mal, es hat geklappt. Obwohl er mit der Gehaltsforderung nicht zufrieden war als Spieler, hat es trotzdem gereicht, ihn zu verpflichten. Statt Paris Saint-Germain und FC Schalke 04. Das war jetzt mal interessant zu sehen. Das hatten wir auch noch nicht vorher. Wir haben immer versucht, das Gehalt Gefüge an dem Interesse des Spielers anzugleichen, braucht man gar nicht. Habt ihr ja gesehen. Der war ja damit absolut nicht zufrieden mit dem, was er da bekommt. Und der Verein hat dann einfach, sag ich mal, das Präsidium hat dann einfach eine Schranke reingelegt und die hat gefruchtet, die hat funktioniert. Das überrascht mich jetzt doch schon ein bisschen. Wir gucken mal Paris, aber die haben gar keinen Top-Spieler. Aber wir haben jetzt einen neuen. Für 9,5 Millionen haben wir den gekriegt. Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. Das ist günstig auch, wenn er denn wirklich so stark ist, wie wir uns das erhoffen. Wir haben ihn leider nur auf 8 gescoutet, aber ich denke mal, der kann bei uns eine mega Entwicklung nehmen mit tollen Spielern zusammen. 22 Jahre alt, rechts außen Dribbler zusammen mit Mitchell Weiser und mit Thomas Müller. Wir gucken mal rein, er ist 22, ich guck mal ganz kurz, Mitchell ist 23, sogar noch jünger wie Mitchell und wenn er nur ansatzweise die Stärke hat, also
eigentlich perfekt, wenn man so möchte. Wir gucken mal, ob er noch eine andere Position spielen kann. Man muss mal ein bisschen schauen. Das war jetzt mehr, sag ich mal, ein Last-Minute-Budget-Kauf. Einfach mal reingeholt. Wir gucken mal, ob er noch was anderes spielen kann. Auch rechtes Mittelfeld. Der könnte sogar noch ein bisschen defensiver agieren. Ist Dribbler. Anscheinend hat er Ballkontrolle und Dribbling auch sehr hoch. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man so gerne, ne? Konkurrenz belebt das Geschäft. Klasse. Freue ich mich drüber. Auch wenn es eine Position ist, die nicht zwangsläufig sofort bestückt werden muss, weil da jetzt, da wären dann drei Leute drauf. Aber Müller ist ja auch wiederum, wie gesagt, schon im offensiven Mittelfeld anzusiedeln, sowie auch hängende Spitze. Da wollten wir ihn ja auch häufiger haben. Also, das ist nie verkehrt, wenn man ein bisschen Variation im Spiel hat und auch verschiedene Kräfte hat. Und der Kader muss ja sowieso ein bisschen verjüngt werden. Also, und für 9,5 Millionen macht man auch nichts verkehrt. Das ist echt ein Schnäppchen für so Topspieler, der aufgrund einer Ausstiegsklausel dann zu uns wechseln kann. Also, das ist super. Im nächsten Spiel brauche ich nicht in Topform, sage ich noch einfach mal. Joa, gewinnt nochmal 3 Punkte und einen Moralpunkt. Alles klar, wir gehen mal in die zweite. Die spielt jetzt am letzten Spieltag. Gucken wir mal. Die sind alle nicht zufrieden, ich weiß. Die sind alle richtig angefressen, weil sie da spielen müssen. Wir gehen mal rein, gucken gegen wen? Gegen Sandhausen. Das ist machbar. Die haben alles verloren zuletzt. Wow, liebe Leute, das ist machbar. Der Klassenerhalt rückt in greifbare Nähe für die zweite Mannschaft. Das ist so fast die letzte Amtshandlung, die man hier noch tätigen kann. Nochmal zurück. Und zwar, nicht Ergebnisse, sondern Taktik. Das ist ja die erste Mannschaft, die wollte ich ja gar nicht. Ich wollte die zweite Mannschaft. Bitte einmal rein hier. Das muss hier unten mal weg, die Nachrichtengeschichte. Und jetzt öffne Taktik. So, Siegprämie für den Klassenerhalt. 15 Mille für alle, die auf dem Platz stehen. Hohohoho. Und Huismann kommt ja nächstes Jahr in die erste. Klasse, ebenfalls geil. So, letzter Spieltag für uns in der ersten. Letzter Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht, auch in der zweiten, oder? Ja. Es geht um die Wurst. Jetzt wird's amtlich gemacht. Zuschlag für den FC Bayern München. Da haben wir Endogan Adili. Hat heute für 3 Jahre beim FC Bayern München unterschrieben. Damit wurden sich beide Seiten innerhalb weniger Tage einig. Die Grasshopper Zürich werden für den Spieler eine Ablösesumme von 9,5 Millionen erhalten. Endogan galt als das größte Talent der Grasshopper Zürich. Sein Wechsel ist ein herber Verlust für den Verein. Schön für die Bayern. Die Bayern. So. So, vorletzte Amtshandlung. Vorletzter Spieltag. Ja, normalerweise müsste man ja hergehen und das ganze 3D-Spiel machen, aber wir haben ja noch ein 3D-Spiel diese Woche. Topspiel! FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Ramdam, ramdam, ramtaram. Alles klar, also der neue deutsche Meister gegen den Meister aus dem Jahre. Ich guck mal ganz kurz, ich glaube 2012, ne? Waren sie Meister. Wir gucken mal rein. Der Verein, Historie. Erster, 2015 sind sie Meister geworden, alles klar. Ja, Stadt Hamburg. In dem Jahr, als Hamburg Champions-League-Sieger wurde. Nee, da sind sie Zweiter geworden, genau. Ja, okay, alles klar. Geht ja nicht, weil Hamburg hat ja Champions-League das Triple geholt. Meister und Pokal, okay. So, das ist heute unser letzter Textmodus für die Saison Nummer 5 und das ist das letzte Bundesligaspiel, sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft. Das ist die letzte Amtshandlung vor dem nächsten großen 3D-Spiel, nämlich dem DFB-Pokalfinale. Duisburg spielen wir dann nochmal zu Hause und dann kommt schon Heidenheim und dann nochmal Hamburg als Abschiedsspiel für Franck Ribéry, der Trippelsieger aus dem letzten Jahr. Und ja, nun bin ich gespannt, wie es läuft. Ja, Jugendspieler Bonnet Göbel, 18 Jahre hat sein Trainingsziel erreicht. Wir können nochmal in die Jugendmannschaft reingucken. Wen könnte man denn da einen Vertrag anbieten? Den Fabian Johnson, ne? Guck mal, der ist 17, Stärke von 59, Top-Talent, Fabian Johnson. Orlan Johnson, das heißt Jonin, der heißt gar nicht Johnson, sondern der heißt Fabian Jonin. Vertragsverhandlungen, nächste Saison. 2 Jahre, zweite Mannschaft, 3 Jahre für 400.000. Angebot mit seinem Berater und seinen Eltern sprechen. Der wird sich in ein paar Tagen wieder melden, alles klar. So viel zu Jonen, Fabian Jonen mit 17.
Ja, und der Rest wird ausgemustert. Hier haben wir noch Erler, ja. Müsste man eigentlich einen Vertrag anbieten, aber wir haben ja keinen Platz. Wer ist denn noch neben Jonen? Wer ist denn noch stark? Wer müsste denn noch einen kriegen? Hier, 65. Daniel Falkenhayn gebe ich auch einen Vertrag, um ihn zu verleihen. Nächste Saison, zweite Mannschaft, 350. Jep, er wird sich auch bei uns melden. Und eine 64 gebe ich ebenfalls einen Vertrag. Ebenfalls zur Laie. Wir müssen ein paar Spieler verleihen. Das muss ein bisschen häufiger passieren, wenn wir denn hier bleiben sollten. Das ist ja die Voraussetzung. Ebenfalls drei. Wir nehmen das so als Schallgrenze. 350.000 so, um in den Profikader aufgenommen zu werden. Oder zumindest in den Amateurkader. Mit 19 eine 64 hier. Jankov kann auch noch Entwicklung vielleicht. Vertragsverhandlungen. Nächste Saison, zweite Mannschaft, drei, ja, da ist das sind 300.000, ein bisschen viel. Na komm, machen wir mal klar, 300.000. So, das war's dann, würde ich sagen. Der Rest kann auch hier bleiben in der zweiten. Da sind dann vier Verträge, die aufgenommen werden wollen. In der B-Jugend gucken wir mal rein. Wer da steht, ihr seht hier, Cedric Badenheuer, Megatalent. Mike Schneider, Megatalent. Mit 17 könnte man ihn schon bald in den Kader nehmen. Cedric Badenheuer, defensives Mittelfeld, genauso wie talentiert wie Tim Davids. Wir können mal hier Janis Hoffmann, Spielerinfo. Ich will ihn aber jetzt auch nicht verpeitschen. Bevorzugte Position, Mentor. Gibt es keinen gescheiten Mentor zurzeit für ihn? Schade. Durchschnittlich, Sonderbetreuung kriegt er aber. Muss aufgestellt werden. So, das gleiche gilt für den Cedric. Details. Muss aufgestellt werden. Defensives Mittelfeld macht Räume eng. Also, den lassen wir nochmal ein Jahr laufen. Der ist erst 16. Hat erst August jetzt Geburtstag. Der ist 2000. Baujahr 2000. Krass, oder, Leute? Baujahr 2000. Übel. Übel. Ja, auf jeden Fall lassen wir den nochmal ein bisschen laufen und halten auf jeden Fall ein Auge drauf. Cedric Badenheuer, das nächste Megatalent nach Tim Davids. Wow, hier sind aber noch wirklich ein paar Jungs, die... Oh, wir müssen mal gucken, wer nächstes Jahr dann in der... Wenn wir noch hier sein sollten. Ich rede halt so, weil ich auch so plane. Beziehungsweise, weil ich auch ganz gerne sehen würde, wie da die Entwicklung weiterhin ist. Hier können wir Rodriguez anleiern. Bei ihm und bei ihm Silski können wir... Details, Mentor. Irgendjemanden nehme ich jetzt hier. Ich glaube, hier, der passt auch nicht. Denkasch, genau. Hier haben wir noch, immer noch, könnten wir noch, wenn einer da wäre. Nee, ist keiner da. Hier passt das auch überall. Okay, sehr gut. So, ihr seht mal, ja, wirklich massig Talente sind da. Massig Talente. Der Janis Hoffmann, der hat schon einen Vertrag für nächstes Jahr unterschrieben. Bei wem? Bei uns? Habe ich es versäumt? Hab's nicht drauf aufgepasst. Kann sein, dass es bei uns war. Janis Hoffmann. Aber wir haben ja Megatalente hier. Wahnsinn. Wir gehen mal nach Alter und gucken uns mal das Alter an. Ja, hier sind schon ein paar richtig. Ich hole die jetzt einfach mal nächstes Jahr in die A-Jugend und dann werden wir mal sehen, wer dann auch gleich reinkommt noch in den Kader. Da wird's richtig Talente hageln. Das sieht richtig geil aus. Das freut mich. Muss ich ganz klar sagen. Interessant wäre er hier auf jeden Fall. Okay, Janis, der ist schon drin. Die anderen sind von der Stärke noch nicht so weit. Und natürlich hier Mike Schneider. Das sieht schon ganz stark nach Vertrag aus. Muss man auch schon bald anleiern. Vertragsverhandlungen machen wir auch gleich. Nächste Saison, zweite Mannschaft, Vertrag 3 Jahre. 1 Million! Ah, das ist ein bisschen extrem, oder? Guckt euch das mal an. Krass, 1 Million mit 17! Was ist denn hier los? Spinnt ihr ein bisschen? Dann müssten wir Cedric auch bald eingeben, ne? Einen Vertrag. Komm, der ist 16. Zweite Mannschaft, nächste Saison. 3 Jahre, 450.000. Wahnsinn. Wahnsinn! Spielermaterial. Ich will mir die auch nicht wegkaufen lassen, wisst ihr? Das wäre dann richtig bitter, wenn ein anderer mir zuvorkommt, ein anderer Verein. Alles klar. Momentan haben wir die meisten Punkte in Deutschland. Klasse. Durch die Aufnahme hier der Spieler. Würden wir mal sehen, wenn die jetzt alle unterschreiben, müssten wir noch weiter höher kommen, ne? Anzahl der Spieler, wo wir nicht da waren, guck mal, wie viele übernommen wurden. Und dann müssen wir viel verleihen nächstes Jahr. Okay, wenn wir noch hier sein sollten. Wir gehen rein. Textmodus jetzt gegen Bayern 0 für Leverkusen. All Eyes auf die zweite Mannschaft, ob die es auf die Kette kriegt. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Und dann geben wir Gas. Bis gleich.